Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Wie immer natürlich Dankeschön erstmal für eure Unterstützung bis hierhin. Wenn es euch weiterhin gefällt, nicht vergessen zu liken und zu kommentieren natürlich. Und natürlich auch die Videobeschreibung abzuchecken. Gerne beim Gewinnspiel mitmachen von meinem Partner. Kostenlos. Und wenn ihr Bock habt auf mehr Gaming, der sauberes Gaming gerne auch abchecken. Gerne mal vorbeischauen, ob es was für euch ist. Und ansonsten wollte ich nochmal kurz die Fragen auflösen. Das habe ich beim letzten Mal vergessen. Und zwar hatte ich ja euch gefragt, wohin bringt Dobby, Mr. Ollivander und Luna nach der Flucht aus dem Herrenhaus von den Malfoys? Und zwar zu Bills und Fleurs Haus. Und die andere Frage war, wer entführt überhaupt Mr. Ollivander, welcher Todesser? Und es ist Greyback, Freunde. Fenrir Greyback. So, wir machen weiter. Viel Spaß mit der neuen Folge. Let's go. Sie wollten mich sehen, Sir? Ja, gestatten Sie mir, mich vorzustellen. So wenige Schüler kennen mich heutzutage. Eldridge Diggory, ehemaliger Zaubereiminister und Gründer des Auroren-Rekrutierungsprogramms. Ich glaube, Sie können helfen, einen jahrzehntealten Mord aufzuklären, dank des Buches und vor allem der fehlenden Seiten. Woher wissen Sie von dem Buch und den Seiten? Wir Porträts hören mehr, als man denkt, und die meisten von uns können ein Geheimnis bewahren. Und was sagen Sie? Sicher wäre ein Hufflepuff wie Sie geneigt, für längst überfällige Gerechtigkeit zu sorgen. Ich werde tun, was ich kann. Wunderbar. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen richtig lag. Meine Großnichte Helen Thistlewood kennt die Details. Sie ist im Ruhestand, war aber zu ihrer Zeit eine große Aurorin. Und der ungelöste Mord, von dem ich spreche, war ihr Fall. Ich besuche oft mein Porträt in ihrem Haus im nahegelegenen Upper Hogsfield. Soll ich ihr sagen, dass Sie kommen? Wie sollen ein paar Buchseiten ihr helfen, einen alten Fall zu lösen? Ein Junge verschwand mit diesen Seiten, aber man fand nie die Leiche. Trotzdem wurde ein Mädchen für den Mord verurteilt. Diese Seiten scheinen sie zu entlasten. Meine Großnichte kann Ihnen mehr darüber erzählen. Können Sie mir mehr über Ihre Großnichte erzählen? Die beste Aurorin, die es gibt. Jahrgangsbeste und später vorbildliche Dienerin des Ministeriums. Und ihr Funke ist auch im Ruhestand nicht erloschen. Sie und ich unterhalten uns oft über alte Fälle und unsere große Zeit. Nun, es ist auch mal schön, von den Schülern wegzukommen und mit jemandem zu sprechen, der mit meinem Erbe vertraut ist. Wann genau waren Sie Zaubereiminister? Vor über 100 Jahren. 1733 bis 1747. Ach, die Geschichten, die ich erzählen könnte. Ich hatte nicht die Gelegenheit, alles zu tun, was ich wollte. Ich war gerade dabei, Azkaban zu reformieren, als die Drachenpocken mein Leben verkürzten. Bis zum bitteren Ende habe ich Funken genießt. Ich werde umgehend zu ihr gehen. Fabelhaft. Ich denke, mit ihrer Neigung für harte Arbeit und Helens scharfem Verstand werden beide Rätsel schneller gelöst, als sie denken. Ich sehe sie dann dort. Bald, hoffe ich. Na klar doch. Okay, dann würde ich sagen... Okay, das ist sehr, sehr weit weg. Gucken wir mal, Schnellreise. Weltkarte? Hogwarts-Gelände? Nein. Hogsmeade? Von Hogsmeade, würde ich sagen. Nein, geh mal auf die Karte. Was ist denn hier los? Karte von Hogsmeade, so, genau. Okay, und dorthin reisen. Okay. Bin ja mal gespannt. Mal schauen, was da passiert. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Was ich mich ja... Oh nein. Ich dachte schon, weil der Controller hat irgendwie die ganze Zeit vibriert. Ich dachte schon wieder, Bug. Was ich mich frage, inwieweit sich das eigentlich unterscheidet, jetzt bei Hufflepuff zu sein oder so weiter. Also wie viel... Weiß man, wie viele Missionen anders sind? Also was eigentlich anders sind? Ist überhaupt allgemein so von den verschiedenen Häusern? Gibt es da nur zwei, drei Missionen, die anders sind? Oder... Ist irgendwie, keine Ahnung, 10% des Durchgangs ist es anders so, dass sich das auch lohnen würde, irgendwie. Was ist hier denn los? Was ist hier denn los? Akio! Okay, nicht schlecht. Dein Blut steht an Ranrocks Händen. Okay. Ja, weiß man das? Weiß man das eigentlich?
Also wenn man jetzt sagen würde, okay, jedes Haus spielt sich fast gleich, aber so 10% der Quests und der Story ist ein bisschen anders, der Gespräch und so. Weil, was ist das denn jetzt hier? Oh, was geht jetzt? Zweifellos schon lange verlassen. Oh, oh. Ich sag mal so, weil wenn jetzt fast wirklich alles gleich ist, außer dass du dann als Slytherin bist oder Hufflepuff und sonst ist nicht viel anders. Vielleicht hier und da ein paar andere Charaktere so, aber ist halt die Frage, also meine Frage bezieht sich halt darauf, ob sich das lohnt, das mehrfach zu spielen, weißt du? Keine Ahnung. Irgendwann bestimmt, ja, so hintereinander, weiß nicht, ob man da Bock drauf hätte. Obwohl, gibt bestimmt einige, die da Bock drauf haben. Incendio. Akio! Legioso! Expelliarmus! Was ist das denn jetzt hier? Was mache ich hier eigentlich gerade? Was ist das? Was passiert hier? Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht mal, was ich da einsammle, ehrlich gesagt. So. Ja. Einmal herunter, bitte. Das wäre gelöst. Okay. Okay. Revelio. Molchaugen-Schutzbrille. Okay, sehr, sehr nice. Ey, oh mein Gott, ich wollte doch die Mission machen. Jetzt gerate ich wieder von einer Sache in die nächste. Wo ist denn jetzt hier? Wo ist denn das jetzt hier? Ach, das war die Herausforderung schon. Ich muss hier nichts mehr aktivieren. Ne? Okay. Was ist das? Was ist das für ein Laden? Ne? Hallo, haben Sie etwas zu verkaufen? Allerdings, aber was macht ein Schüler hier draußen? Haben Sie sich verlaufen? Ich erkunde nur etwas die Umgebung. Ja, es ist gut, ab und zu etwas zu unternehmen. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Nun, für eine wanderlustige Person wie Sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Ohne einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen. Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für die Hilfe, Mr. Babcock. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Was verkaufen Sie hier? Vielleicht finden Sie etwas, was Sie brauchen. Was hast du denn? Kampfwerkzeuge. Die Alraune. Ja, nee, das ist mir jetzt nicht wert, für 500 da irgendwie eine Alraune zu kaufen oder so. Ich hoffe, dass wir noch öfter ins Geschäft kommen. Düsteres Gewand, das sieht eigentlich ganz cool aus. Okay. Das ist einfach nur ein Laden. Es war mir ein Vergnügen. Boah, diese Kühe sind so cool, Mann. So nice. So, okay. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal weiter hin, ne? So, zu der Mission. Die sahen auch schon mal besser aus. Wie der rennt, ey. Wie das aussieht, ne? Oh, geil. Revelio. Irgendwie erinnert mich das hier durch die Gegend zu laufen, gerade so ein bisschen an Fable, ehrlich gesagt. Allgemein so ein bisschen Fable-Feelings habe ich schon bei Hogwarts jetzt hier gerade. Hätte ich jetzt einen Speckpilz-Eintopf. Ein Anhänger weniger, Renrock. Ganz schön aggressiv, ey. Was machen die hier? Revelio. Ist mal ernsthaft, was machen die? Was sind das für Maschinen? Wonach graben die?
Wonach graben die? Revelio. Da vorne ist irgendwas. Ah, das muss der Ort sein, den Minister Diggory meinte. Helen muss hier irgendwo wohnen. Was ist das denn hier? Sumpfkrattler-Warnung. Achtung, Sumpfkrattler gesichtet. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl erklärt. Schade, dass Bardolf dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Ey, direkt wieder 15 neue Nebenmissionen. Unfassbar. Unfassbar. Hier, was ist das hier? Besen, Landestation und Flugstation? Ey, Junge. Boah. Das sieht schon sehr cool aus. Was ist das da hinten? Revelio. Revelio. Boah, das sieht alles so interessant aus, ey. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes anklicken soll. Abchecken soll. Bardolf Beaumont ist noch nicht zurück. Wurde wohl von Schwarz. Bardolf Beaumont, du. Die klappt ja fast zusammen beim Reden. Da sind sie ja. Schön, dass sie meinem Rat gefolgt sind. Ja, warte kurz. Ich muss erstmal kurz looten hier. Die Distel der Zauberwelt, Teil 3 von 3. Die Distel der Zauberwelt, Helen Fizzlewood, Erinnerung einer Aurorin. Der Ruhestand ist nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich genieße ich die freie Zeit, aber der Nervenkitzel einer Jagd auf magische Wesen und Zaubereiverbrecher fehlt mir doch. Ich weiß, wir sollen nicht offen sagen, dass wir das Chaos bei unserer Arbeit zu schätzen wissen, aber nichts kommt an die Aufregung heran, die man bei der Verfolgung eines ukrainischen Eisenbauchs durch eine Muggelstadt empfindet. Vor allem, weil im Anschluss alle Muggel, die dich gesehen haben, mit Obliviate belegt werden müssen. Schon ganz cool, ehrlich gesagt. So, ja, damit. Liebe Schwester, es ist schon einige Zeit her, seit wir von dir gehört haben. Wie stehen die Dinge im Ministerium? Wir denken oft an dich und hoffen, dass es dir gut ergeht. Es wird dich erfreuen zu hören, dass wir uns alle mit deiner Entscheidung, Auroren zu werden, abgefunden haben, so gefährlich dieses Leben auch ist. Du musst dein Leben leben und deinen eigenen Weg finden. Du hast dich entschieden, dein Leben in den Dienst der Welt der Zauberei zu stellen. Ich bin stolz, dich Schwester nennen zu dürfen. Okay. Hasenglöckchen schon wieder. Gut, okay. Was möchtet ihr denn von mir jetzt genau? Madame Thistlewood? Ich habe Ihren Großonkel in seinem Porträt im Gemeinschaftsraum getroffen. Er schickt mich. Schön, dass Sie hier sind. Onkel Eldridge glaubt, dass das Buch und dessen fehlende Seiten für einen ungelösten Fall aus meiner Zeit als Aurorin relevant sein könnten. Also gut. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahrzehnten verschwand der Schüler Richard Jackdaw nach einem Treffen mit einer gewissen Anne. Seine Leiche wurde nie gefunden. Als sein kopfloser Geist in Hogsmeade auftauchte, ohne zu wissen, wie er gestorben war, wurde Anne des Mordes bezichtigt und nach Azkaban geschickt. Zum Großteil war das der Aussage von Apollonia Black geschuldet. Sie war wohl eifersüchtig auf Anne. Schrecklich. Aber ich wüsste nicht, wie ich helfen kann. Annes Alibi war etwas verworren. Sie sagte, Jackdaw habe ihr Abenteuer versprochen. Mit einer Karte auf ein paar Seiten, die er von Peeves gestohlen hatte. Sie denken, Peeves hat diese Seiten aus dem Buch gerissen, das ich in der verbotenen Abteilung fand? Wenn man meinem Großonkel glauben mag, ja. Zumindest ist das die Vermutung der Porträts in Hogwarts. Anne zufolge hat Jackdaw sie gebeten, mit ihm der Karte zu folgen. Aber zuerst sollte sie einige Rätsel lösen, die er ihr aufgab.
Seltsame Art anzubandeln. Sie behauptet, sie habe nicht einmal sein erstes Rätsel gelöst und ihn folglich auch nicht getroffen. Jackdaws Geist verschwand fast so schnell, wie er aufgetaucht war. Ohne Jackdaws Rätsel, die Seiten oder seine sterblichen Überreste wurde Anne allein aufgrund von Apollonias Falschaussage nach Azkaban geschickt. Ich verstehe nicht. Wie kann ich helfen? Ich glaube, dass Anne das erste Rätsel inzwischen gelöst hat. Aber nach ihrer Zeit in Azkaban ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie spricht mit niemandem, dem sie nicht traut. Und sie traut niemandem. Wenn jemand wie sie mit ihrem Wissen um die Seiten mit Anne sprechen würde, könnte sie neue Informationen preisgeben. Eine schreckliche Geschichte. Wenn Sie meinen, dass es hilft, begleite ich Sie. Das wäre wunderbar. Ihr Mut und Ihre Freundlichkeit sind wirklich beispielhaft. Meine frühere Tätigkeit als Aurorin hat seine Vorteile. Wir können direkt neben ihr apparieren. Ich habe Minister, Professoren und viele andere an diesen verfluchten Ort gebracht. Schüler noch nie. Aber ich passe gut auf sie auf. Können Sie mir mehr über Apollonia Black sagen? Ein elendes, rachsüchtiges Mädchen. Sie behauptete, dass Anne gedroht habe, den Jungen zu töten, der ihr Herz gebrochen hatte. Der Einfluss der Blacks auf gewisse Leute im Ministerium und die Tatsache, dass Anne muggelstämmig ist, besiegelten ihr Schicksal. Ich wüsste gerne mehr über Anne. Das arme Kind. Sie war nie sonderlich klug und dieser Mangel an Intellekt wurde ihr zum Verhängnis. Ich vermute, dass Jackdaw und Apollonia nur mit ihr gespielt haben. Wer hätte denn mit seinem Tod gerechnet? Azkaban hat ihr zugesetzt. Sie macht mir Vorwürfe, weil ich ihre Unschuld nicht bewiesen habe. Ich würde ihren Namen gern reinwaschen. Sie sagten, Jackdaws Geist sei kurz aufgetaucht und dann verschwunden. Wo könnte er hin sein? Ich weiß es nicht. Offenbar war er schon immer etwas rastlos, wollte ständig Abenteuer erleben. Wenn ich raten müsste, hatte er genug von Schottland und ist irgendwo am anderen Ende der Welt. Na schön. Dann los. Machen Sie sich bereit. Wir apparieren gemeinsam. Keine Sorge, mir ist noch niemand zersplintert. Bis bald und passen Sie auf an diesem furchtbaren Ort. Es dauert nur einen Moment. Das sollte sie erstmal fernhalten. Womöglich verspüren sie jedoch eine Welle der Verzweiflung. Sie wird vorübergehen. Vielen Dank für die Warnung. Es ist ein wirklich trister Ort. Aber wir werden nicht lange bleiben. Folgen Sie mir. Okay, die Mentoren können uns jetzt nichts tun. Trotzdem, Vorsicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich Azkaban mal von innen sehe. Diese Dementoren. Nicht mal ich konnte das Ministerium dazu bringen, sie wegzuschicken. Solche Monster braucht es nicht. Vorsicht vor Anne. Sie ist schon viel länger hier als der Rest von uns. Okay. Das ist schlagartig so cool geworden. Obwohl ich sagen muss, was sagt ihr zum Design der Dementoren hier? Also auch wie die sich bewegen, wie das sich bewegt, guck mal. Nicht ganz so beeindruckend wie im Film, finde ich, ehrlich gesagt. Oder? Was sagt ihr? Sollen sie ruhig kommen, ey. Ja, komm, probier's doch. Du jagst mir keine Angst ein. In Hogwarts lehren sie so wenig von dem, was man wissen sollte. Ja, ist das so? Über deiner Begleiterin hängt eine dunkle Wolke. Ich fühle es. Was
höre ich denn da? Ach, vielleicht ist es der gnädige Tod, der jetzt naht. Das wird mir in der Schule niemand glauben. Denken Sie daran, dass Anne schon lange hier ist. Die Dementoren sind nicht nett. Haben Sie Geduld und sprechen Sie leise und respektvoll mit ihr. Sind Sie Anne? Wer ist da? Wer spricht mit mir? Der Tod, der mich endlich holen kommt? Ich bin ein Schüler aus Hogwarts. Ich habe das Buch gefunden, das Sie entlasten soll. Ah, das Buch, das Buch. Das ist es, was ich suche. Im ganzen Land kein Magier die Seiten fand. Der tückische Halunke in seine Höhle sich stahl. In Upper Hooksfield entschied sich mein Schicksal. Was wollen Sie sagen? Dass die fehlenden Seiten in einer Höhle sind? Bei Upper Hooksfield? Hogsfield, die Ruine ein Gewölbe enthielt. Ein Gewölbe in Ruinen bei Upper Hogsfield. Ich schätze, ich könnte nachsehen. Es ist wert den Versuch. Sieh nach, finde die Seiten aus deinem Buch. Helen, ich weiß, du bist hier. Komm etwas näher zu mir. Was ist denn? Sie sind verletzt. Gehen Sie. Die Höhle. Sie sind in Sicherheit. Sie haben, was Sie brauchen. Ich schaff's schon, sobald ich... Aber, Madame Thistlewood, ich... Na gut, ich finde Jackdaws Höhle. Das ging ja jetzt doch relativ schnell. Wer hier wohl wohnt? Rebellion. Sieht interessant aus. Inferius... Oh, Inferi müssen mit Feuerzaubern getroffen werden, um sie für andere Angriffe verwundbar zu machen. Okay. Incendio. Incendio. Nein, den angreifen, bitte. Accio. Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Incendio. Oh, das hat nicht getroffen, weil zu weit entfernt, oder was? Incendio. Schon wieder! Mann, ey! Die Reichweite ist manchmal so schwer einzuschätzen. Ey, Junge, wieder... Incendio. So, jetzt aber. Accio. Leviosa. Na, was habt ihr hier beschützt? Och Mann, wir brauchen endlich den Zauber fürs Öffnen. Muss ich jetzt wirklich einmal komplett rumlatschen, oder was? Anscheinend, oder? Dann mach ich die hier... Ah, guck mal hier, die sind Level... Die sind Level 20. Ach du Scheiße! Incendio. Ich komme zu
das Licht aus deinen Augen verschwindet. Nein, Controller, mach jetzt nicht schlapp. Ah, das wär's gewesen, ey. Das wär's gewesen, ey. Die waren ja deutlich stärker, Level 20 schon. Okay, die leveln nicht mit. Aber anscheinend so, aber bisher so Level 7 haben wir jetzt auch nicht mehr getroffen, ne? Das ist halt so, weiß nicht, okay. Keine Ahnung, was so schlimm am Bild ist. Ich denke mal, es gibt stärkere, aber gibt es auch deutlich schwächere? Weiß nicht, glaube irgendwie nicht. Oder hatten wir irgendwann einmal zu irgendeinem Zeitpunkt einen Gegner, der deutlich schwächer war, dass wir Level 10 war und der war Level 7 oder sowas. Oder Level 5 sogar. Ich weiß nicht, glaube nicht, oder? Ein Schloss. Revelio. Was für ein Schloss? Was redet der? Hä? Okay, aber... Ja, schade, dass Azkaban schon vorbei war. Keine Ahnung, ich weiß nicht, das Design der Dementoren... Ich weiß nicht, sah jetzt nicht so... So krass aus. Wie aus dem Film, weil das da finde ich die untersuchen. Schon ultra geil aus dem Film. Schon sehr cool. Revelio. So, hier vorne müssen wir rein, okay. Ja, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem hier erstmal Schluss. Ja, wir machen hier Schluss und beim nächsten Mal sehr gerne weiter, wenn ihr Bock habt, seid dabei. Ich danke fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren, unterstützen hier das Ganze. Und ja, haut rein.